Morgen. Wie geht es dir heute? Ja, es geht sehr gut für ja und hier auch heute Wetter ist nicht so gut, aber ja, es geht. Hier ist es auch nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Hier kommt gerade ein großes Gewitter runter. Und das ist sehr laut, für mich sehr laut. Aber du hörst das nicht, das Gewitter, oder? Ich höre gar nicht. Okay. Weißt du, wo ich hier bin? Wieso? Ja, du hast hier schon Ja, ich war gespielt. einmal da. Ja, das war so schön. Hast du so schön gespielt. Ja, ich Danke. wollte gerne, dass die Menschen, die Gäste, dich ein bisschen kennenlernen. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie du heißt, woher du kommst. Also erstmal, wo hat das angefangen, dein junges Leben? Ja, gerne. Also als ich 3, 4 Jahre alt war, habe ich Klavier angefangen. Und damals meine Wohnung gab eine ältere Klavier. Deswegen konnte ich das einfach zu spielen. Ja. Okay, also es gab in eurer Wohnung ein Klavier und da bist du ganz einfach hingegangen und dann hast du mit 3, 4 Jahren angefangen, weil dieses Klavier auch da war. Genau. Okay, gut. Wie ist das mit deinen Eltern? Haben deine Eltern auch Musik gemacht oder nicht? Nicht, also in meiner Familie, nur ich spiele das Klavier und keine Musiker oder Musikerin. Okay, und wie groß ist deine Familie? Ich habe einen großen Bruder. Und ich. Okay, und deine Familie ist aber weiter in Südkorea. Genau, aber mein Bruder lebt in Deutschland. Auch in Deutschland. Okay. Ja. Ja, und du hast mit 3, 4 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und dann wo hast du Unterricht gehabt? Hast du einen Lehrer zu Hause gehabt oder gab es eine Klaviermusikschule? Wie ging das dann weiter? Also ganz Anfang, ich war nach Musikschule Ja. gegangen, aber ich wollte nicht dahin gehen, deswegen nachher mein Lehrer kommt meine Wohnung macht Einzelunterricht. Okay, und weißt du noch, warum? Warum wolltest du nicht zu der Klavierstunde gehen, zu der Klavierschule gehen? Warum wolltest du lieber zu Hause Klavierunterricht haben? War das der Lehrer oder gab es andere Gründe? Gott, anderes gut. Also ich erinnere nicht gut, aber als meines Gedächtnis einmal war zu Hause da, war, aber meine Familie, meine Eltern waren nicht zu Hause, deswegen das war eine große Angst für mich. Ja. Deswegen ich wollte nicht andere so draußen gehen oder deswegen ich wollte nicht nach Schule. Ah, okay. Also das ist ja dann hauptsächlich so ein Gefühl, dass du gesagt hast, nee, irgendwie möchte ich da nicht hin. Ja, und dann hast du zu Hause Unterricht gekriegt von einem Klavierlehrer, der nach Hause gekommen ist, wenn deine Eltern dann da waren. Ja. Ja, okay. Und dann bist du gewachsen und bist zur Schule gegangen. Wie ging es dann weiter? Irgendwann bist du ja von Südkorea hierher gekommen, nach Deutschland. Ja, also als ich 7 Jahre alt war, ich nach China geflogen und im Deutsch studiert. Ja. Und damals habe ich immer gedacht, ich müsste nachher nach Europa zu studieren. Warum? Weil, also diese klassische Musik ist
von hier. Deswegen, ich wollte dieses traditionell lernen, sowas. Okay. Da wolltest du daher in, du wolltest dahin gehen, wo diese Musik entstanden ist, wo sie erfunden worden ist. Genau. Okay, ja, das ist, macht ja wirklich Sinn, nicht? Und aber da warst du dann erstmal wolltest du noch mit, warst du 7 und dann bist du nach China geflogen und hast du in China Unterricht gehabt. Ja. Wie Also lange ich warst du habe in China? Wie lange warst du in China? Also über 10 Jahre. Oh, okay. Ja. Wo denn? Shanghai. In Shanghai. Ja. Aha. Sprichst du Chinesisch also? Ja. Aha, sehr schön. Wo ist Xi Hanyu? Okay, ja, das ist schön. Da warst du 10 Jahre in Shanghai, aber wo waren denn dann deine Eltern? Du warst zwischen 7 und 17 Jahren, richtig? Warst du in Shanghai? Und wo waren deine Eltern? Ja, meine Eltern waren auch in Shanghai. Aha, und die haben jetzt, die sind mit dir. Wer war der Grund? Deine Eltern wollten nach China gehen oder du wolltest nach China gehen? Ja. Nein, nein, nein. Nur meine Eltern muss in China arbeiten, deswegen. Ach so, alles klar. Okay. Ja, das ist ja spannend. Und dann hast du in Shanghai gelernt und dann warst du 17 und wie ging es dann weiter? Ab 17 war ich in Deutschland. Oh. Ja, ich habe zuerst hier Deutsch gelernt Ja. und danach habe ich Bachelorstudium angefangen. Bachelor Klavier. Genau. Ja, okay. Und dann ist dein Deutsch ist ganz hervorragend. Also ich kenne keinen, der so gut Südkoreanisch spricht hier von uns, ja. Also Professor Lebedev, der ist, glaube ich, schon ziemlich gut jetzt. Er lebt aber auch in Südkorea jetzt, in Busan. Aber Ja. wirklich, Herz, wirklich Glückwunsch. Du sprichst ausgezeichnet, ehrlich toll. Und dann bist du, wo bist du denn hingegangen nach Deutschland mit 17 Jahren? Zuerst in Berlin. Und dort habe ich Deutsch gelernt und ja, ich habe Privatunterricht bekommen über Klavier. Und danach habe ich nach Frankfurt umgezogen und dort habe ich Bachelorstudium angefangen. Genau. Und wie weit bist du jetzt? Jetzt, ich wohne jetzt in Mannheim und ich habe gerade mein Studium alles fertig gemacht. Yes. Danke. Ja. Okay, das ist jetzt das, aber das ist das Studium, was du jetzt abgeschlossen hast, ist jetzt welches Examen? Ja, also Konzertexamen habe Ja. ich alles Ja. geschafft und ich wollte hier weiter eine Stunde für Studenten geben Ja. und Konzert spielen, sowas, ja. Genau, ich will das nochmal vielleicht verdeutlichen, weil wir das ja auch alle nicht so ganz genau wissen. Wir kommen immer gerne zu den schönen Konzerten, aber wie denn wirklich die Ausbildung ist, also es ist ein erstes Bachelorstudium und dann gibt es ein Masterstudium. Ja, Masterstudium, ja, genau. Und das Konzertexamen ist das Masterstudium oder noch drauf? Also ich habe mein Masterstudium in München studiert und in Mannheim habe ich den Konzertexamen. Genau, also nochmal so für unsere Bildung. Also man macht eben erst einen Bachelor und dann macht man einen Master und dann macht man das Konzertexamen. Und ich Ja. sage mal, ich würde mal vermuten, ach, das ist jetzt ein bisschen in die Luft gegriffen, dass 90% würden das nicht erkennen, wenn sie dich nach dem Bachelor hören, dass du noch nicht
Master und Konzertexamen hast. Ich glaube, weißt du, die Professoren, die hören das, ja, oder ein paar ganz, ganz gebildete Gäste, ja, aber es ist so ein hohes Level, wenn man überhaupt erstmal hierher kommt, ist man schon so ein toller Pianist, ja. Und jetzt hast du schon alles fertig. Herzlichen Glückwunsch, das ist toll. Danke, danke sehr. Ja, und du bist jetzt in Mannheim dann, das Konzertexamen hast du bei welchem Professor gemacht? Beim Professor Alexei Gollatsch. Ja, okay, den haben wir noch gar nicht interviewt, muss ich auch nochmal ansprechen. Wir haben hier sehr viel zu, ja, du weißt, der Professor Schmidt-Leonardi, Wolfram Schmidt-Leonardi, der hat sehr viel hier für Weltklassik am Klavier gemacht als Schirmherr. Und dann Gollatsch habe ich noch gar nicht kennengelernt persönlich. Naja, gut. Und jetzt möchtest du also ganz viel Konzerte geben und auch Schüler unterrichten, wenn es geht. Genau, ja. Okay, naja, ganz, ganz viele Konzerte, kleine Konzerte bei uns spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel hast du bei Weltklassik schon gespielt? Ich habe fast ungefähr 6, 7 Mal. Noch nicht mehr? Ich gucke noch mal nach. Mir kommt es vor wie 20 oder so. Das ist ja, auf jeden Fall. Auf nächstes Jahr werden es also ganz viele werden. Das ist schön. Da sind wir sehr zufrieden, sehr stolz. Möchtest du denn auf Dauer in Deutschland bleiben oder möchtest du irgendwann mal wieder nach Südkorea zurück? Das ist, ich überlege immer, aber also vielleicht bis ein paar Jahre in Deutschland Okay. und danach wollte ich nach Korea. Zurück. Ja. Ja, das ist so, das ist, glaube ich, das ist ganz schwierig, nicht? Da gibt es so viele Gründe dafür und dann die Gründe dafür, das ist gar keine leichte Entscheidung. Naja. Ja, gut. Ich würde gerne dann, na, wenn wir fertig sind mit dem Interview, dann suchen wir noch eine schöne Musik von dir raus, was du gespielt hast. Das hängen wir dann hinten dran, dann kann man sich das anhören. Und ja, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, die stelle ich jedem. Wenn du jetzt so einen Wunschring hättest, kennst du das? Und es gibt es aus dem Märchen. Man kann einen Wunschring drehen und dann kann man sich einen Wunsch kann man sich wünschen. Was wäre dein größter Wunsch? So Mein viele. großes Wunsch ist, ich hoffe, also meine Musik kann immer mit dem die Publikum immer so wie sagt man so? Vielleicht eine Verbindung? Kommunik. Ja. Ja, genau. So, Ja. ja, das ist unsere Aufgabe, finde ich. Okay. Also dass eure Musik, deine Musik mit dem Publikum eine Verbindung eingeht, das Publikum erreicht und mit dem Publikum kommuniziert. Okay, das ist ein schöner Wunsch. Ja, das wünsche ich mir auch. Okay. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und auch, ich finde es auch so mutig, dass du dann in der fremden Sprache dann hier jetzt bereit warst, mit mir zu sprechen. Wir suchen gleich noch eine schöne Musik aus und dann bis zum nächsten Mal. Danke sehr. Okay. Tschüss.
Thank you.